Was haben wir noch in der Auswahl? Gerade zum Thema Uhr. Es gibt ein Out. Wie viel ist dein Outfit wert Video? Uiuiui, hier geht's rund, ne? Habe ich so 550er New Balance. Papa Platte bei Mahan im Video. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mahan. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal, Leute. Wir sind heute in Hamburg am Start. Jedoch sind die Szenen nicht aus Hamburg, sondern aus Köln. Fabian, wie geht's dir? Sehr gut. Und dir? Auch. Papa Platte hat sich ja voll verändert. Hat der eine OP gehabt irgendwie? So Gesichts-OP? Kann das sein? Sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Sehr, sehr gut. Fabian, du bist heute beim Opening. Hast du was mitgenommen? Nee, aber ich habe vor mir gleich den Hiesig Gap Hoodie zu kaufen. So. Okay. Den blauen. Du hast genau. Den gerade an, ne? Ja, hat dir gestanden, hat dir gestanden. Danke, danke. Bro, hau mal raus, was ist dein Outfit wert? Fangen wir bei deinen Schuhen an. Das sind die Travis Scott schon 6er. Für die habe ich 400 Euro bezahlt. 400 Euro, okay. Die Hose ist ein Wrangler von Amazon. Die hat 15 Euro gekostet. Okay, ich finde es perfekt. Hose danke. Passt perfekt zu den. Den Namen hat er gleich mit operieren lassen. Den Pulli, der ist von Lola. Okay. Ich glaube, da habe ich 90 Euro bezahlt. Und die Jacke ist von 032C. Die hat sehr 650 schöne Euro gekostet. Ist heute angekommen. Okay, ja, krass. Krass. Sieht aber auch schön aus hier mit den ganzen Details am Reißverschluss. Danke. Ja. Schöne Jacke. Und dann habe ich noch ein paar Ketten. Eine Stay High. Stay Kette High. Von UFO. Okay. Die hat 90 Euro gekostet. Eine Dior-Kette. Oh shit, Dior-Kette. Die hat 700 Euro gekostet. Ja. Justin hatte dieselbe da. Und dann habe ich noch ein paar andere Ketten. Ketten? Was mag der? Genau, die haben so eine Co-Kette, die hat 350 gekostet. 350? Die genau, die ist für Justin, genau. Die hat hier der Endbetrag, der Boy. Cleanes Outfit, Digga. Danke. Willst du noch irgendwas in die Kamera sagen? Nein, nein, nein. Okay, alles klar. Was geht ab, Rudi? Wie heißt du? Hi. Für die Leute, die dich noch nicht kennen. Kevin, Papa Platte und ich mach so YouTube und Twitch. Der Boy ist... Und er ist VIP. Er ist Real-Life-VIP. Auf jeden Fall. Der sollte einigen Leuten auf jeden Fall Name sein. Mehr oder weniger. Leute sollten ihn kennen. Was geht, Bro? Was machst du hier heute? Wir sind hier gerade beim Hype Meets Store Opening und ein bisschen zu Besuch, ein bisschen chillen. Safe, Fabian, safe. Einer der Owners, guter Homie, und dann sind wir mal kurz rumgekommen. Auf jeden Fall bei mir so ähnliche Story, Backstory eigentlich besser gesagt. Bro, was ist dein Outfit wert? Du bist ja auch am Fashion auseinandernehmen, habe ich hier und da im Stream gesehen. Weiß ich nicht. Der ein oder andere Fashion Pack Opening war auf jeden Fall da. Ja, ein bisschen. Hau mal raus, Bro, fang mir bei deinen Schuhen an. Ich sag dir vorab, ich weiß nicht alles ganz genau, ja? Das ist okay. Okay. Dafür sind wir da. Okay, Schuhe. Schuhe. Habe ich so 550er New Balance in Blau. Die habe ich. Ich glaube sogar einfach im New Balance Store gekauft in Berlin. New Balance Store in Berlin, genau. Okay. Ich glaube, die haben 150 gekostet. Kommt das hin? Ich glaube 120 sind die so Retail. Kann auch sogar so sein, ja. So, ich glaube, die sind auch jetzt bei einem Store ausgestellt für 200 oder 250, ne? Ja, die sind ein bisschen hochgegangen, weil... Hast du da die richtige Prognose gehabt, ne? Wahnsinn. Investment Boss. Investment Boss. Finde ich sehr geil. Ich überlege, ob ich noch einen Grün hole. Ich finde die nice. Das sind meine aktuellen Lieblingsschuhe. Safe. Ich habe mir auch vor kurzem einen gezogen. Die sind bequem. Übelst geil, ja. Über so neue, ganz neue Silhouette, auch ganz neue Schuhe, New Balance. Ja, sonst kriegt man immer so Nike und dann hat man mal was anderes. Genau, genau. Das ist ganz geil. Cool, Digga. Ja, dann habe ich mir so eine neue Hose gekauft von, ich weiß nicht, wie man diese Marke ausspricht, LMC. LMC. Ist auf jeden Fall irgendein Asian, eine Asian Fashion Brand. Okay. Okay. Ich habe mir auch noch die passende Jacke dazu geholt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das so geil kommt, wenn alles so ein Outfit ist. Also, kann muss nicht. Ja. Sieht auf jeden Fall entspannt aus. Muss man bei dir sehen. Ja, ja, aber ich auf jeden Fall, die ist übelst geil, die ist so samtmäßig. Okay. Weiß aber nicht genau, wie viel die gekostet hat. Ich würde jetzt mal so 90 bis 120 Euro sagen. 120 Stück? Ja, ich finde deinen Pulli sehr cool. Ja, ich finde ihn auch übelst geil. Ich war Hosen kaufen und der Verkäufer meinte so, Digga, du brauchst unbedingt noch den Pullover. Und dann habe ich den auch mitgenommen. Ich glaube, der ist von Carhartt. Ja, ja, der ist von Carhartt. Ja. Ich glaube, der hat auch so 80 Euro gekostet. 80 Euro? Okay. Ja, ja, aber Carhartt, da lohnt sich das auf jeden Fall zu investieren. Ja, die Quali ist übelst geil. Quali safe. Ja. Dann habe ich noch so ein Acne-Shirt gekauft auf Bonsenbasis. Oha, auf Bonsenbasis? Mit so einem Bär drauf. Ja. Das hat, glaube ich, ursprünglich 220 gekostet. Da waren wir im Atelier von, also hier auch in Köln. Aber das war reduziert, glaube ich, 30% oder so. Also Akne Atelier? Warst du? Okay, also Atelier heißt der Laden und die haben halt auch so Akne. Ach so, Atelier. Ah, heißt der Laden. Okay, das hast du so angehört, als wär's. Nee, 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 nee. Ich komme nicht aus Köln, Leute. Mein Fehler. Ich auch nicht, Bruder. Ich auch nicht. Atelier heißt der Laden und da haben die so Sachen. Ja, genau, das ist das. Mütze. Mütze habe ich tatsächlich von den Jungs von Heidnitz geschenkt bekommen. Ah, korrekt. Oh. Ich glaube, die ist so 100 oder so. Ja, 100, 150 kosten so ja, im Schnitt. Genau. So. Und sonst habe ich noch
Ich wollte schon sagen, wo ist die Uhr? Extra angezogen heute. Sheesh. Ich habe noch eine Cardi Santos, die habe ich bei Marc Gebauer gekauft. Oh shit. Cardi, oder? Marc Gebauer auch vor kurzem bei uns im Video gewesen. Ja, ich glaube, die kostet so 8k, aber er hat mir ein gutes Angebot gemacht. Ich habe ein bisschen günstiger bekommen. Super, ja. Das ist super. Das ist auch bestimmt eine neue, ne? Eine komplett neue, oder? Also 2019er, 2020er. Ich sag dir ehrlich, ich hab gar keine Ahnung. Ja. Ich kenn mich nicht aus. Das ist Papa Platte. Ich hab keine Ahnung davon. Uhren kaufen, aber ja. Ich wüsste aus welchem Jahr. Aber ja, egal. Ich fand die einfach immer geil. Das ist der Flex. Weißt du? Ja, safe. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Uhr. Und die steht hier. Dem passt die Garnier. Die ist auch so ein bisschen auf Low-Key. Ja, ja, genau. Ja, ich mag nicht so, so in die Fresse, weißt du? So, das ist nicht so. Safe, bin ich safe. Ich einfach. Auf jeden Fall, so ja. Stahl passt, würde ich dir auch... Alle aus dem Chat. Was? Rabatt? Ja, vom... Die weiße wird der Unterliste gehandelt. Der Cartier-Listenpreis ist ja höher als der Preis bei uns auf der Webseite. Danke, steht dir auf jeden Danke, Fall. Entspannt. Ja, das ist das Papa Platte-Outfit. Jeder Endbetrag. Mal eine Frage an dich. Wir müssen mal so eine Roomtour machen bei dir. Und du zeigst mal so deine Kleidung. Wenn ich umgezogen bin. Wenn du umgezogen bist, das halten wir auf jeden Fall mal fest für dieses Jahr. Was ist so dein teuerstes Kleidungsstück, was du besitzt? Oder geblecht hast? Also jetzt, wir gehen jetzt nicht so, also Uhr wäre das teuerste, aber abgesehen von der Uhr so richtig Kleidung, ich habe mal eine Off-White-Hose gekauft. Okay. Für 600 Euro. Für 600? Ich glaube, das ist das teuerste. Aber die wollte ich eigentlich gar nicht behalten, sondern ich habe so ein Video gemacht, wo ich so, wo mein Homie mir Klamotten bestellt. Und ich die dann einfach trage und dann wollte ich die zurückschicken. Und die Hose hat mir eigentlich gar nicht gefallen, aber ich habe vergessen, die zurückzuschicken. Ah, ärgerlich. Ist das abgelaufen? Ärgerlich. Jetzt habe ich die halt. Aber jetzt hast du eine 600 Euro Aufbeutung. Ja, Krise. Aber okay. Die ist eigentlich ganz cool. Okay. Aber ich trage die nicht so oft. Okay, also ist die doch nicht so cool. Ja, ist okay. Okay, Digga. Sympathisch. Check auf jeden Fall Papa Platte ab auf Twitch und YouTube. Danke, dass du mitgemacht hast. Gerne, Bro. Willst du irgendwas in die Kamera sagen? Nee, Mann. So, Leute, das war's schon wieder im Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben... War doch sympathisch, Leute. War doch sympathisch.